So, leicht entnervt habe ich mich jetzt mal zu den Klerikern teleportiert. Von hier außen darüber. Und nehme mir gerade die allererste Quest an. Auch wieder Waren zurückbringen. Ich glaube nicht, dass sie so einfach sein wird wie die andere, wo ich einfach nur Waren einsammeln musste. Und bin hier aber auch noch keinen Viechern mehr begegnet. Das heißt, ich kann überhaupt noch nicht einschätzen, wie hoch die hier so im Level sind. Ich speichere mal eben schnell. Mal gucken. Von meinem Begleiter halte ich auf jeden Fall nicht so viel. Sitzen die auf der Straße? Ja, aber... ja... Das Biest kaufe ich mir. Ist so geil. Ich schieße auf einen und die kommen alle rüber. Und das sind doch alles ein Totenkopf-Symbol. Da kommt der Freude auf. Leute! Echt jetzt? Das ist euer Scherz, oder? Tja. Aber da ich nicht sowas wie einen Schlafsack habe, nachts schlafen manche Viecher und dann kann man an ihnen vorbeischleichen. Okay. Ja. Aber ich müsste jetzt irgendwie da mehrere Stunden warten, bis es Nacht wird, oder hier irgendwo eine Matratze finden. Anders schlafen kann ich doch nicht, ne? Mich weg zu teleportieren, wieder in eine ganz andere Stadt, das wird ja nicht die Lösung sein, oder? Dass ich mich erst ganz woanders hin teleportieren muss, um dann zu schlafen, bis es Nacht ist, um dann wiederzukommen. Oder ist das der einzige Weg, den man da geben kann? Kann ich mich eigentlich auch so schlafen legen? Nee, ne? Ich kann warten, glaube ich, nur, ne? Warten würde gehen, ne? Pass auf, dann können wir... Wie warte ich denn nochmal? Wie mache ich das denn nochmal? Ich kann auch einfach warten. Muss ich dann mal in die Tastenbelegung gucken? Doch, warten ging. Beim Warten heile ich mich zwar nicht, aber ist ja egal. Dann bleiben wir mal eben hier und Optionen, Tastatur, Maus. Nee. Doch. Tastenbelegung. Nee. Kann ich hier irgendwie warten? Geh doch einfach zum Hort. Naja, weil er gesagt hat, ich komme da nicht rein, bevor ich... ja, aber okay. Ich meinte, man könnte irgendwo warten, ne? Einfach im Spiel, ne? Ich habe keine Ahnung, wie das jetzt geht. Bin ich immer zufällig drauf gekommen? Aber wenn man es mal wieder braucht, dann findet man es nicht. Schade eigentlich. Der Kampfkoloss steht da ja nur rum. Das wird ja irgendwie so ein Exosuit sein, in dem man sich reinstellen könnte oder so. Den kann ich ja nicht betreten, den Kampfkoloss. Das bringt ja nicht viel. Okay. Halt, Fremder! Gucken wir mal. Keinen Schritt weiter. Du betrittst den heiligen Boden Kalans. Nur neue Rekruten. Ich hab's halt mit dieser Glaubensgeschichte bei den Klerikern garantiert gar nicht. Den Hort betreten. Das wird mich wahrscheinlich ziemlich nerven. Aber, ich will Fernkampfwaffen haben. Du bist und zwar möglichst starke. Der Kleriker.
der letzten Bastion gegen die Bedrohung. Und die werde ich wahrscheinlich hier finden. Verseuchten Alps aus dem Norden. Also, wie komme ich hinein? Überhaupt nicht. Solange du nicht von einem Suggestor dazu auserwählt wurdest, die Reihen der Kleriker zu verstärken oder einen Handelsausweis besitzt, darfst du den Hort nicht betreten. Mhm. Kannst du nicht für mich eine Ausnahme machen? Ich kann ihm 80 Splitter wahrscheinlich geben. Nein, ich bin nicht dazu befugt, neue Akolyten für uns anzuwerben. Mhm. Wie werde ich von einem Suggestor auserwählt? Finde einen, der dich für würdig erachtet. Okay. Wir haben rekrutierende Suggestoren im ganzen Land. Ist er wieder freundlicher geworden schon. Rainer zum Beispiel. Rainer. Er rekrutiert Männer in ganz Abessa. Aber auch er wird nur Leute rekrutieren, die keiner Gemeinschaft angehören. Ja, das haben wir ja schon. Woher bekomme ich einen Handelsausweis? Gar nicht. Außer du findest einen Händler, der dir seinen schenkt. Aha. Ach so, okay. Hier, ich hoffe, das reicht, damit du mich durchlässt. Vergiss das ganz schnell wieder. Behalte dein Elixit. Das kannst du vielleicht bei den Outlaws versuchen. Aber hier herrschen klare Regeln und die werden nicht gebrochen. Okay. Aber wenn du unbedingt ins Lager willst, ich hätte da einen Vorschlag für dich. Ich mache eine Ausnahme und lasse dich in den Hort. Aber? Allerdings werde ich irgendwann einen Gefallen von dir einfordern, den du zu meiner Zufriedenheit erledigen wirst. Und wie soll dieser Gefallen aussehen? Das wird sich zeigen. Genau, das wird sich zeigen. Ich bin mir sicher, dass du einiges für mich tun kannst, wenn du hier bist. Aber darüber brauchst du dir jetzt noch keine Gedanken zu machen. Ist für ihn ein ziemlich guter Deal, aber für mich auch. Alles klar. Gut, wir haben eine Abmachung. Bevor ich dich reinlasse, muss ich dich noch über einige Dinge informieren. Privater Elixbesitz ist strengstens verboten. Das gilt natürlich nicht für Elixitsplitter. Sie enthalten zu wenig Elix. Wer beim Konsum von Elix erwischt wird, hat sich freiwillig bei den Suggestoren zu melden, um die Umerziehung einzuleiten. Umerziehung? Wer neue Rekruten herbringt, hat sich für sie zu verantworten. Kalans Gesetze stehen über allem. Und falls du dich wunderst, seit der letzten Schlacht gegen die Alps sind unsere Zahlen stark geschwunden. Mhm. Diese Stadt ist zu Teilen eine echte Geisterstadt geworden. Aber trotzdem gilt, neue Rekruten müssen sich für den Hort deshalb einsetzen, mich auch bevor sie in erst den ersten rein, Rang weil eines auch zu wenig Akolyten da haben. Aufsteigen dürfen. Das war's. Du darfst dich jetzt im Hort frei bewegen. Wer sind hier die wichtigen Leute? Allen voran sind da unsere Judikatoren zu nennen, Reinhold und Ulbricht. Sie sind die Anführer des Horts. So, so klassisch im deutsche, altdeutsche Namen, Gebäude, ne, dieser oder? Stadt, der Kathedrale. Ihnen unterstehen die Regenten, darunter stehen die Legaten und ganz am Ende der Hierarchie stehen die Akolyten. Je gepanzerter seine Rüstung, desto höher sein Rang. Ganz einfach, oder? Ja. Ihr habt viele Maschinen hier. Wir haben viele Gefährten auf dem Schlachtfeld verloren und müssen unser Defizit an neuen Rekruten durch Kampfmaschinen ausgleichen. Manchmal fühle ich mich hier wie auf einer Strafexpedition. So menschenleer ist der Hort heute. Die restlichen Menschen, die noch da sind, befinden sich meist innerhalb der Gebäude und gehen ihrer Arbeit nach. Wo kann ich hier meine Verteidigung verbessern? Der Mann, den du suchst, ist Hagen. Geh einfach durch die Treppe die bei Namen der Lavagrube rauf. Er ist meist irgendwo da oben. Die Namen sind echt die Hammer. Der Hammer. Okay. So. Ich habe jetzt... Habe ich hier eine Quest bekommen oder nicht? Nee, von ihm. Nee, noch gar nicht, ne? Nee. Ich bin ja komplett jungfräulich, ne? Ray. Dann können wir jetzt einfach mal hier umherwandern, ne? Wenn jemand versucht, mich zu perforieren, zähle ich auf den... Heiltrank laufen. Alte Münzen. Habe ich ja irgendwie nicht so richtig. Nee. Ende. Ja. Wie, man kann hier nichts klauen. Das gefällt mir jetzt schon nicht. Oh Leute, ja klar, ich greife da hin und nimm dann das Elixit mit.
Mir egal, ob sie das gehört. So. Nörgler, wo haben sie dich denn aufgelesen? Lass dich mal angucken. Oh je, du siehst nicht gesund aus. Deine letzte Mahlzeit muss ein paar Tage her sein. Mhm. Nimm das, aber verrate es keinem. Abgesehen von dem etwas strengen Geruch sieht es gar nicht mal so übel aus. Wieso spricht er denn mit? Den hat gar keiner gesprochen. Warum kriege ich denn immer nach angezeigt hier? Den schickt ihr gleich nach Hause. Danke. Ich weiß das Essen zu schätzen. Das freut mich. Wenn dich der Hunger plagt, kannst du jeden Tag eine Ration bei mir in der Kantine abholen. Auch wenn das Essen nicht unbedingt ohne Bedingung ist, reicht es zum Überleben. Für unser Eins ist die tägliche Versorgung kostenlos. Ohne Bedingung. Einen anderen muss ich ein paar Splitter abverlangen. Finde ich ja super. Ich spreche später mal mit ihr. Ich will ihn erstmal wegschicken hier. Ich brauche dich nicht mehr. Geh zum Treffpunkt. Sicher doch. Er taucht eh nichts. Den kannst du so in der Pfeife rauchen. Der taucht ja wirklich nichts. Was haben wir denn hier? Oh, es bewegt sich ja. Cool. Oh, er kann auch ausweichen. Schick. Nanu? Ein Besucher? Das sieht wichtig aus. Normalerweise sind Gäste hier selten. Der Feld schreckt die meisten ab. Morgen früh raus? Du machst okay. Mir aber nicht den Eindruck, als hättest du ein Problem damit. Die Pilze. Naja, sei es drum. Ich muss dann mal wieder. Ja, eben. Wir sind alle schon top gewesen. Störch. Eben. Warum sollte man vor ein paar Steinen Angst haben? Wenn die paar Steine ein paar Tonnen wiegen und nur noch deine Füße unter ihnen hervorgucken, weißt du warum. Okay. Aber lass dich von meinem Gerede nicht aufhalten. Zumal ich davon ausgehe, dass du sowieso nichts vom Erzabbau und der Stahlverarbeitung verstehst. Ich habe einen Presslufthammer mit. Na. Exakt. Na dann? Gibt es etwas, das ich über euch Schachter wissen muss? Wir hantieren nicht mit irgendwelchen Reagenzgläsern herum oder brüten über irgendwelchen Konstruktionsplänen. Das, was wir tun, ist schnell erzählt. Wir malträtieren den Stein, um an Rohstoffe zu kommen. Die Arbeit ist hart, gefährlich, und man muss sich damit abfinden, so gut wie keine freie Zeit mehr zu haben. Warum überlasst ihr die Arbeit nicht ausschließlich den Maschinen? Ein Großteil unserer Roboter kann für diese Aufgabe nicht eingespannt werden. Sie müssen unseren Jungs an der Front beistehen. Aha. Und die Leute, die unsere Suggestoren da draußen aufgreifen, sind kaum zu gebrauchen. Mal ganz unter uns. Im Kern bleiben diese Typen der ruchlose Abschaum, der sie waren. Aber vielleicht bist du ja die Ausnahme. Willst du mich beleidigen? Nein, ich sage nur, was ich denke. Hör mal, versteh mich nicht falsch. Du kommst von draußen und trotzdem rede ich mit dir. Ja. Das sollte reichen, um dir zu verdeutlichen, dass ich nichts gegen dich habe. Oh. Ich biete dir sogar die Möglichkeit, ein paar Splitter zu verdienen. Ja, ja, damit. Aber dafür erwarte ich auch etwas. Ja, zack ich. Ich habe gerade Zeit. Was soll ich für dich tun? Alles, was ich will, ist, dass Eli, ein Gefangener, nun ja, verschwindet. Okay. Er ist eine Bedrohung für die Gemeinschaft. Stattdessen wollen die Suggestoren, dass er in Zukunft unsere Kluft trägt. Mhm. Ich sage dir, der Kerl ist eine tickende Zeitbombe und ich weigere mich, mit ihm zusammenzuarbeiten. Und warum glaubst du, dass er gefährlich ist? Mukiana war das, glaube ich. Und warum glaubst du, dass er gefährlich ist? Ich habe es in seinen Augen gesehen. Ach. Da flammte blanker Hass auf. Manchmal weiß man Dinge einfach. Darum kannst du dich auf meine Einschätzung verlassen. Wir dürfen es nicht zulassen, dass sich solche Kerle hier länger als nötig aufhalten. Mhm. Was soll ich deiner Meinung nach mit Eli machen? Worte helfen in dieser Sache nicht. Die Suggestoren kann man nicht von ihrem Vorhaben abbringen. Das wäre auch kompletter Irrsinn. Das hat noch nie jemand geschafft. Wenn jemand allerdings Eli helfen würde, auszubrechen, dann hätte man eine Chance, ihn vor die Tore des Horts zu locken. Dort könnte man dann ungesehen kurzen Prozess mit ihm machen. Ich könnte dich auch einfach verpfeifen. Könntest du, aber damit wäre niemandem geholfen. Hm. Du würdest keine Belohnung einsacken und ich mich weiterhin über die Anwesenheit dieses Typen ärgern. Na, gute Argumente, was? Also hör auf deinen Verstand und binde es keinem der Suggestoren auf die Nase. Der hat gute Argumente. So, Questmarker setzen.
Dann muss ich da wo rein, ne? Oder links. Hä? Okay. Wieso liegt ein Elixier drum? Hört mir zu, ihr Jünger Kalan. Och nee. Ihr alle werdet gerettet werden. Meins. Tragt Kalan in eurem Herzen, in euren Fäusten. Stopp! Ach. Wo denkst du, dass du hier hingehst? Ja, in die Grube. An dir vorbei. An dir vorbei. Deine Sprüche kannst du dir stellen. Ah, die Antwort war gut. Ich bin dazu angehalten, hier jeden durchzulassen, der vorbei möchte. Damit jeder mit eigenen Augen sehen kann, was wir mit Ketzern machen. Also geh ruhig rein. Warum hält er mich dann auf? Lass es dir als abschreckendes Beispiel dienen. Aber klau hier nichts. Der ist doch... Was für ein Typ? Weißt du? Nehmen. Verboten. Propaganda. Na. Der ist echt lustig. Wie keine Zigaretten hier, die man nehmen kann. So ein Ärger. Oh, guten Tag. Ja, Wachroboter. Da soll ich vielleicht lieber ein bisschen vorsichtiger sein? Ne, hier klaue ich erstmal nichts. Nein, nein, nein. Ich nicht. Ich werde nicht. Kalan rettet mich. Wo ist denn Eli? Eine Sünde. Nein, nein, bitte. Verrotten sollen sie allesamt. Eine Bande von Bastarden. Ja, ist klar. Alles klar. Gefälligkeit. Und du? Was ist mit dir? Hast du etwa vor, dich diesen Irren anzuschließen? Nein, so dumm siehst du nicht aus. Ach, weißt du, ich brauch Geld. Ich habe es satt, hier meine Monologe zu führen. Genau. Also spare ich mir lieber meinen Atem. Du bist offensichtlich nicht freiwillig hier. Nein, und wenn es nach mir ginge, wäre ich längst wieder weg. Stattdessen wollen diese die Kleriker sind auch nicht so meins. Das kürzt mich ja jetzt schon an mit dem Gottesgläubigen da. Aber ich finde, Knarre haben. Ich will Fernkampfwaffen haben, weil Nahkampf geht in diesem Spiel einfach nicht. Für mich jedenfalls. Und hast du schon versucht zu fliehen? Natürlich, aber ohne Erfolg. Auf den ersten Blick sieht es so aus, als könnte man hier jederzeit rausspazieren. Aber das täuscht. Ihr wachendes Auge verfolgt dich auf Schritt und Tritt. Und was ist die Berserker würde ich uns auch besser finden, Plan? Wahrscheinlich. Ich habe keinen Plan. Nur eine Idee. Eine Idee von Freiheit. Vielleicht bist du ja bereit, diese Idee mit mir zu teilen. Ja, klar. Egal, was du über mich denken magst. Dass ich hier festsitze und man mir den Verstand rauben will, ist falsch. Du erwartest, dass ich dir helfe zu entkommen. Ich erwarte gar nichts. Aber die Freiheit ist ein hohes Gut. Sie zu verlieren, ist ein Verbrechen. Kann ich also auf dich zählen? Aber klar. Ich denke darüber nach. Das ist immerhin etwas. Komm einfach zu mir, wenn du mir zu einer zweiten Chance verhelfen willst. Dann kannst du immer noch entscheiden, wie du agierst. Danke, Rieke. Die Quest will ich noch fertig machen. So. Wegen deiner Flucht. Gib mir die Details. Es reicht nicht, dass nur ich hier verschwinde. Sondern? Ich muss auch meinem Kumpel, du, den wie viele von meinen Kumpeln? Zur Freiheit verhelfen. Aber das soll nicht deine Sorge sein. Du kannst bei ihm nichts ausrichten. Er ist bereits überzeugt, einer von ihnen zu sein und erinnert sich an nichts mehr. Bei mir verhält es sich anders. Irgendwo muss er noch ein Stück Resthirn besitzen, das sich an mich erinnert. Echt? Was du allerdings für mich tun kannst, ist Folgendes. Ich brauche meine Waffe. Krass. Und eine passende Tarnung. Coole Quest. Sobald du mir das gebracht hast, erkläre ich dir den Rest. Aber beeil dich. Wenn ihre Suggestoren Erfolg haben, ist in 2 Tagen nur noch Brei in meiner Rübe. Das ist ja interessant, ey. Wie soll ich das Zeug beschaffen? Meine alte Waffe müsste im Haus der Suggestoren zu finden sein. Dort bewahren sie den konfiszierten Krempel auf. Du wirst nicht umhin kommen, sie zu stehlen. Also sei vorsichtig.
Eine passende Kleidung zur Tarnung kannst du sicher bei einem der Händler im Schachterviertel bekommen. Ein einfacher Fetzenstoff reicht allerdings nicht. Sieh dich also genau um. Und schlepp die Sachen nicht Stück für Stück an. Diese Zelle gibt mir keine Möglichkeit, irgendetwas vor den Augen der Kleriker zu verbergen. Was versuchst du übers Wochenende mal? Wolf will dich tot sehen. Natürlich will er das. Sein Gehirn hat man schließlich auch durch den Mixer gejagt. Das, was er glaubt zu sein, ist er nicht. Kurz gesagt, gibt er einfach nichts drauf. Okay. Das sieht nicht so aus, als würde ich von irgendjemandem Kohle kriegen. Muss ich sagen. Ich weiß ja nicht. Das sieht erstmal so aus, als würde ich hier leer ausgehen. Ist ja interessant, dass ich ihn immer noch hören kann, obwohl er Kilometer hinter mir ist. Eine Sünde. Nein, nein, bitte. Nicht heute. Aber Vater, nein, 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 nein. Könnt ihr das mal aufhören? Das geht mir auf den Sack gerade. Hallo, Spiel, Berg, lass das. Sehr nervig. Muss das sein? Mit Walder habe ich immer einen klaren Kopf. Wo ist das hier? Du weißt schon, woran das liegt, oder? Haus des Oristurm, ja, das ist doch Mann gut. Hier muss irgendwie die Knarre legen. Wo auch immer. Das dann ist. Liegt wahrscheinlich nicht einfach so rum, sondern in irgendeinem extra Raum wahrscheinlich, ne? Ich wüsste nicht, was du hier zu suchen hast. Ich auch nicht. Hast du dich verlaufen? Ja, ein wenig. Kalan zum Gruße suchen. Das mache ich dir mit dem was Roboter. Was führt dich da drin? Zu mir? Oder bist du hier, um der Gemeinschaft deinen Tribut zu entrichten? Oh, der geht gerade. Ich habe gerade keine Zeit mehr. Ach so, doch, komm, machen wir. Hier, für die Gemeinschaft. Ein weiser und edler Zug von dir. Doch zur Sache. Das letzte Mal, als ich 50 geben sollte, habe ich es ja nicht gemacht. Und das war nicht so gut wohl. Aufmerksamkeit widmen. Meine Arbeit hier als oberster Suggestor lässt nicht viel Freizeit zu, wie du sicherlich verstehst. Man erzählt sich, du hast eine Unterredung mit Eli, dem Gefangenen, gehabt. Gesetzt den Fall, er hat mit dir eine Übereinkunft getroffen. Vergiss sie schnell wieder. Ich muss dich wohl nicht darauf hinweisen, dass er bald ein Teil unserer Gemeinschaft sein wird. Mhm. Sein Geist ist stark und es braucht seine Zeit, ihn zu schleifen. Eine Intervention werde ich nicht dulden. Verstanden? Ja, ja. Du bist ein Suggestor? Ich bin nicht ein Suggestor. Ich bin der oberste Suggestor im Hort. Die Rüstung ist ja schick, die er hat, ne? Zu uns kommen all jene, die sich ihren Geist haben vergiften lassen. Sei es durch Elex oder falsche Lehren. Wir sorgen dafür, dass sie sich wieder daran erinnern, was es bedeutet, den freien Menschen anzugehören. Naja. Der menschliche Geist. Ich glaube, die sind alle anderen frei, aber die hier nicht. Das wir ist das sollten Problem. Ihn nicht mit Elex verseuchen. Das ist eine Aussage noch, aber. Was genau ist Suggestion? Unsere Implantate ermöglichen es uns, den Geist eines Menschen zu manipulieren. So sind wir in der Lage, die Gehirne der Menschen zu stimulieren, um ihnen Ideen einzupflanzen. Es ist eine Kunst, die nur wir Kleriker beherrschen. Ja. Wieso bekämpft ihr die Alps nicht mit Hilfe der Suggestion? Um Suggestion bei jemandem anwenden zu können, muss ein Geist schwach sein. Naja. So ungern ich das sage, aber Alps sind psychisch äußerst stabil. Suggestion ist bei einem reinen Alp beinahe wirkungslos. Ist dir schon einmal aufgefallen, dass viele der Mutanten Schläuche und andere Maschinenteile integriert haben? Diese Teile sind von den Alps dort platziert worden. Wir vermuten, dass sie eine der Suggestion ähnliche Technik benutzen. Sie nennt sich Schlauch. Ein Chip in den Gehirnen der Mutanten, um Ach so. Sie manipulieren zu können. Ein grauenhafter Gedanke.
Kann ich denn jetzt nicht schleichen? Raus, aber schnell! Bitte was? Ja nicht nochmal! Ich hab doch nichts gemacht. Ich wüsste nicht, was du hier zu suchen hast. Ja, ist ja in Ordnung. Hör auf zu schleichen. Raus, ich merke es ja doch. Wenn du nicht gleich weg bist, setzt's was. Du Gott, mach das ja nicht nochmal. Du hast hier nichts zu... Ja, verschwinde einfach. Na, nachts wiederkommen oder was? Kann ich jetzt... Wie kann ich denn warten einfach? Ach, ich muss mich irgendwo hinsetzen und kann dann warten, oder nicht? War das nicht so? Nee. Das Schleichen kannst du dir sparen. Keine Ahnung, wie ich hier jemals an diese Waffe kommen soll, die hier rumliegen soll. Ich müsste ja... Tja, das weiß ich nicht. Ich muss noch mal einen Guide lesen, um rauszufinden, wie ich warten kann. Da muss ich mich im Internet schlau machen. Ich weiß, dass das ging, weil ich das immer versehentlich fast getan hätte, glaube ich. Aber ich kriege es jetzt nicht raus und das Spiel sagt mir das auch nicht irgendwie. Und das ist auch nicht intuitiv. So, damit will ich das jetzt hier erstmal beenden. Und ja, dann will ich mal gucken, ob ich da irgendwie eine Nacht warten kann. Weil ich werde mich nicht von Stadt zu Stadt teleportieren, um irgendein Bett zu finden, um dann irgendwie bis nachts schlafen zu können. Das mache ich nicht. Wollen wir mal gucken. Ich werde hier mal eben speichern und dann wollen wir mal gucken, ob wir das irgendwie rauskriegen, ob man in diesem Spiel nicht einfach ein paar Stunden warten kann. Ich meine, das ging irgendwie so. Und das ist dann halt kein Schlafen, da kriegt man keine Heilung. Ich meine, das geht. So, eben weil es schon 22:18 ist, mache ich jetzt auch Feierabend. So, bis dann. Tschüss.